Also ich denke, was man jetzt erstmal sagen muss, ist, dass es die schwerste Welle von rassistischen Gewalttaten seit Anfang der 90er Jahre ist. Also das große Glück ist, dass wir bis jetzt keine Toten hatten. Und ich hoffe, dass das auch wirklich so bleiben wird. Aber was mir Sorge bereitet, ist, dass Teile der Mitte wegkippen. Also Leute, die eigentlich sich nie im Kontext von neonazistischen oder rechtsextremen Aktivitäten beteiligt hätten. Wir müssen wirklich darauf achten, dass Integration einfach so nicht klappen kann, wenn nicht eine klare Mehrheit das selber will und versteht, dass sie das und warum sie ein Interesse daran haben sollte. Und das heißt, man muss ins Gespräch gehen. Also ich finde ja, dass mit dem Thema Aufnahme von Flüchtlingen eine starke Polarisierung innerhalb von den Ländern und, wenn man es runterbricht, in den Kommunen stattfindet. Und die trennt sich zum einen in ablehnende Haltung oder halt in befürwortende Haltung. Und es ist sozusagen immer die Balance für die Kommune. Wer bekommt da sozusagen die dominante, also die Oberhand da drin? Aber es gibt genügend Beispiele hier in der Bundesrepublik, wo Leute sich trauen, wo Vereine sich trauen, wo Initiativen neue Dinge ausprobieren und Kommunalpolitiker dafür einstehen und sagen, ja, hier werden Flüchtlinge in meiner Kommune aufgenommen werden. Wenn das sozusagen erfahrbar und normal wird, dann ist das natürlich eine gute Rechtsextremismusprävention. Der Landrat Götz Ulrich vom Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt setzt aufs Miteinanderreden. Er organisiert Bürgerversammlungen, auf denen er über die Aufnahme von Flüchtlingen informiert und sich den Sorgen und Ängsten der Anwohner stellt. 15 solcher Veranstaltungen hat es 2015 gegeben. Heute geht es um den bevorstehenden Einzug von 32 Flüchtlingen in das Gasthaus zum Grünen Tal in Klein-Jena, in dem auch die Versammlung stattfindet. Ich verstehe die Situation, ich verstehe, dass man helfen muss, aber wie gesagt, ich habe auch Angst, dass hier 32 Männer sind und ich habe auch zwei kleine Kinder, die gehen hier zur Schule, ich kann hier nicht mehr ich lasse nicht mehr am Spielplatz fahren, mache ich nicht. Ja, wir haben Angst, ich sage es ganz ehrlich. Die Flüchtlingszahlen werden ja definitiv steigen. Davon gehen wir ganz einfach als Angst auf Mischerei. Ja? Dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, was hat unser Jobcenter und Arbeitsamt bis jetzt hauptberuflich gemacht? Wo sollen die Stellen sein? Das ist mein tolles Rätsel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Hinsicht einen Masterplan gibt in Deutschland. Und schauen Sie sich mal die Probleme in Frankreich an. Das ist schon die zweite, dritte Generation von arabischen Jugendlichen. Die haben Probleme ohne Ende. Es funktioniert eben nicht. Eine hundertprozentige Garantie, dass nirgendwo irgendwas passiert, kann natürlich niemand geben. Wir werden uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, deshalb auch der Wachschutz. Im Vorfeld gab es überall Ängste und Bedenken. Aber wenn die Flüchtlinge dann da sind, hat sich doch vieles einfacher dargestellt, als man es zunächst befürchtet hat. Unsere Aufgabe hier vor Ort ist, diejenigen, die da sind, zu betreuen, möglichst auch zu bilden und auch zu integrieren. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist jetzt nicht, Europa und Weltpolitik zu machen. Dafür gibt es andere, die dafür verantwortlich sind. Natürlich geht es zunächst mal darum, die Menschen zu informieren, dass in dem Ort, in dem sie wohnen, künftig auch Flüchtlinge leben werden. Dann hat aber die Einwohnerversammlung auch noch eine andere Funktion, nämlich, dass die Menschen dort auch mal Dampf ablassen dürfen. Ja, also alle Dinge, die bis zur Grenze des Strafbaren, das natürlich nicht, aber bis dahin mal gesagt werden müssen aus Sicht der Leute, die sollen sie auch sagen. Und ich versuche darauf dann auch mit möglichst viel Sachlichkeit zu reagieren, die Fragen auch zu beantworten, auch wenn sie manchmal provokant oder unverschämt sein könnten. Und die Aufnahme der Flüchtlinge schien uns dann immer einfacher in dem Ort zu sein. Wünschenswert wäre natürlich dezentrale Unterbringung in Wohnraum, möglichst verteilt unter der deutschen Bevölkerung. Machbar war das in den letzten Monaten nicht. Immerhin ist es uns gelungen, dass wir nirgendwo solche Provisorien haben, dass wir Zelte oder Turnhallen nutzen.
Auch das ist im Hinblick auf die deutsche Bevölkerung wichtig. Keine öffentlichen Einrichtungen möglichst nutzen, die dazu führen, dass also die eigenen Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, schulische Dinge beeinträchtigt werden. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass es relativ entspannt im Moment vonstatten geht. In Sachsen-Anhalt gibt es durch demografischen Wandel derzeit 41.000 leerstehende Wohnungen. Wir fragen den Vorsitzenden des Verbands für Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt, Jost Rieke, wie man den Leerstand für die Flüchtlingsunterbringung sinnvoll nutzen kann, ohne Ghettos zu schaffen und ohne gewachsene Quartiere aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir stehen hier in Magdeburg-Olbenstedt, einem Standort, an dem Flüchtlinge untergebracht sind im Wege der Erstunterbringung durch die Kommune in einem Gebiet, wo schon sehr viele Häuser abgerissen worden sind in den letzten 12, 14 Jahren, aber insgesamt noch Leerstände bestehen. Ein Standort also, an dem die Stadt für sich mit den Wohnungsunternehmen beschlossen hat, dass eine Unterbringung von Flüchtlingen stattfinden kann. Hier ist städtische Infrastruktur für die Flüchtlinge auch. Hier ist Straßenbahnanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung. Es ist eben ein Stadtteil der Großstadt Magdeburg. Ja, wir stellen beim Thema Unterbringung von Flüchtlingen fest, dass wichtig ist eine gute Kommunikation. Das ist wie bei allen plötzlichen Aktionen, ist es meistens so, dass nicht gut kommuniziert wird. In Magdeburg ist zu Anfang mal der Fehler gemacht worden, dass im Rahmen der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus, gab es Quartiersvereinbarungen. Da haben alle großen Vermieter mit der Stadt zusammen unterschrieben, was sie sich für die Zukunft vorstellen, wie es weiter zugehen würde in einem bestimmten Quartier. Wenn ich da dann plötzlich reingehe und sage, nein, das ist alles Makulatur, wir nehmen jetzt 100 Wohnungen für Flüchtlinge dort, wo eigentlich Abriss geplant war, dann ist das erstmal keine gute Kommunikation unter den Beteiligten. Wichtig ist, man kommuniziert, das steht jetzt an, das wollen wir machen, diejenigen kommen und da muss Wahrheit und Klarheit sein. Und das auch so umgesetzt werden. Und dann haben wir bisher festgestellt, mit der geringsten Öffentlichkeitsarbeit sind die meisten Sachen wunderbar gelaufen. Und das ist auch eine klare Aufgabe in den Wohnquartieren, den sozialen Frieden, den wir nach 25 Jahren komplizierten Abläufen in Ostdeutschland gestaltet haben, auch in Sachsen-Anhalt, dass der erhalten bleibt, auch vor dem Hintergrund einer Integration von Flüchtlingen. Ich denke, dass es notwendig ist, zu erkennen, dass Einwanderung in so großem Stil grundsätzlich immer ein konfliktbehafteter Prozess ist und dass er automatisch Probleme mit sich bringt und dass das nie ohne Schwierigkeiten gehen kann. Also alles andere wäre nur in Pippi Langstrumpfland möglich. Ja? Aber wir sollten keine Träume haben an der Stelle, sondern realistisch und pragmatisch an Sachen rangehen. Und dazu gehört eben anzuerkennen, dass wir zu sehr im Krisenmodus sind und dass dabei viele Fehler gemacht werden und dass diese Fehler klar und deutlich benannt werden müssen. Und das bedeutet auch, diejenigen, die diese Fehler benennen, an der Stelle ernst zu nehmen, wenn es nicht um völkische Ideologie geht. Und je mehr gefühlte Sicherheit in diesem ganzen Prozess drin ist, auch Normalität da drin ist, desto weniger, glaube ich, ist die Gefahr da, dass Leute nach rechts außen wegdriften und das Vertrauen verlieren. Jetzt sind die Flüchtlinge da. Sie werden hier bleiben, es werden mehr werden. So. Und ich plädiere sehr stark, diese Chance zu nutzen, um über Zuwanderung Gesellschaft zu gestalten. Was immer ja der Ausspruch der Kanzlerin war, wir schaffen das, sollte eigentlich zu werden, wir machen das. Mhm. So, wir machen es. Und zwar jetzt. In dem abgelegenen 2000-Einwohner-Ort Friesack in Brandenburg, aus dem seit der Wende immer mehr Leute weggezogen waren, wurden seit 2011 250 Geflüchtete angesiedelt. Eine Initiative einiger Friesacker Bürger und Bürgerinnen hat ein breites Bündnis von Geschäftsleuten, Kommunalpolitikern und anderen Bürgern geschaffen, das die Zugereisten als Entwicklungschance für ihren Ort begreift. Regelmäßig treffen sich nun alte und neue Friesacker zu einem runden Tisch. Also es kamen viele geflüchtete Menschen hierher und was daraus entstanden ist, ist, dass wir hier plötzlich alle miteinander kommunizieren. Etwas, was es vorher nicht gab. Und wie toll das ist, dass man sich so kennenlernt über so einen Weg.
und wirklich auch mal zum Austausch kommt, ja, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Finde ich total schön. Und die Runde wird ja hier noch dazu immer größer. Und dann hätten wir die nächste Gruppe, die sich vorstellen könnte, ist die größte Gruppe wahrscheinlich, und das ist Ehrenamt, haben wir hier aufgeschrieben. Ein Herr aus Friesack hat sich bereit erklärt, jeden Freitag die Räumlichkeiten dort anzubieten und die Asylsuchenden oder die dann eine Aufenthaltserlaubnis haben, zu unterstützen bei der Wohnungssuche per Internet. Am Samstag hier in Friesack habe ich rumgeschickt mit dem Verteiler auch ein Hallenfußballturnier für Geflüchtete. Haben wir da jetzt eine kleine Initiative gegründet, die sich darum bemüht, das Thema Flüchtlinge und Humusaufbau im Hafenland auf den Weg zu bringen. Am Herrentag kann man eine Kulturrundfahrt mit Herrn Groß machen. Nicht nur mit Herrn Groß. Was ist ein Krankenwagen bestellt? Bitte? Kulturstopp. Nein. Markus Klein vom Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung berät die Gemeinde Friesack bei dem Prozess des positiven Strukturwandels. Das finde ich einen Spitzenpunkt. Also ich glaube, dass Friesack verstanden hat, dass es eben eine Chance ist, durch die Flüchtlinge hier auch wieder eine Veränderung auch infrastrukturell hinzukriegen. Aber natürlich darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass alle Flüchtlinge, die hierher kommen, also die hier untergebracht werden, auch hier bleiben. Also Gründe, warum Menschen wegziehen, gelten natürlich auch für Flüchtlinge. Also deswegen ist es auch wichtig für die Kommunen, dass es allgemein darum geht, Veränderungen herzuführen oder sozusagen eine Entwicklung zu begleiten, die Friesack noch mal attraktiver erscheinen lässt. Und es ist ihnen auch sehr schnell gelungen, auch die Diskussion und den Diskurs wegzubekommen von der Frage, ob Flüchtlinge hier in Friesack untergebracht werden, hin zu der Frage, die ja ganz zentral im Raum steht, nämlich die Frage, wie das funktionieren kann. Ich denke, dass Ansiedlungspolitik ein ganz guter Begriff ist, weil es eben genau darum geht zu gucken, wie verändert sich das denn jetzt? Weil man dann irgendwie wegkommt von der Vorstellung, die Flüchtlinge kommen hierher und gehen auch wieder, sondern dass man da viel längerfristigere Planungen und Überlegungen anstellt, wie die Menschen, die hier neu hierher kommen, wie die integriert werden und wie man hier zusammen dann eine gute Entwicklung als Stadt, als Kommune hinbekommen kann. Für die Integration der Geflüchteten in die Gesellschaft spielt auch das Thema Arbeit eine zentrale Rolle. Die Unternehmerin Ute Ziemer aus Gräfelfing bei München vermittelt Geflüchteten Praktika in mittelständischen Betrieben im Ort. Der Afghane Karim Karimi absolviert zurzeit ein sogenanntes kulturelles Orientierungspraktikum bei Schreinermeister Schiller. Und das Allerwichtigste mit der Pünktlichkeit, dass du immer pünktlich bist. Aber das ist... Nee, das klappt im Grunde gut. Also wie gesagt, wenn man mit Deutsch noch weiter üben. Just for me, the problem is learning, but the work is no problem. Ich weiß nicht, for my work is here is good or nicht good, yeah. But just for me, the problem is the speaking. Dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, die wollen so schnell wie möglich aus dem Leistungsbezug raus, die wollen ihr Geld selbst verdienen. Und da war mein Gedanke, die Leute, bevor sie arbeiten können, müssen sie die deutsche Sprache erlernen. Nur in der Schule Deutsch zu lernen ist schwierig. Der Kontakt zu den Bürgern hier ist am Anfang natürlich auch nicht so einfach. Mein Gedanke war, ein kulturelles Orientierungspraktikum ins Leben zu rufen, damit die Menschen in die Betriebe rein können. Es ist nicht nur für unsere neuen Mitbürger ein Orientierungspraktikum, sondern auch für die Firmen. Es gibt ganz oft Missverständnisse bei den Firmen, wo man sagt, ich verstehe nicht, was man damit meint. Mir selbst ist passiert, dass in der Besprechung, ich war mit 6 Männern in einem Raum, die haben alle den Raum verlassen. Ich habe einen nochmal gebraucht, zurückgeholt. Es kamen alle 6 zurück. Und ich habe es nicht verstanden. Meine Frage, was ist passiert? Die Erklärung war, es wäre mir gegenüber unhöflich, wenn ein Mann mit mir alleine im Raum ist. Das würde mich entehren. Und das müssen wir alle lernen. Das müssen auch unsere Firmen, das müssen auch unsere weiblichen Führungskräfte lernen, dass wir hier uns eine Zeit geben müssen zur Annäherung.
unsere neuen Mitbürger müssen lernen, aber auch wir müssen lernen. Was mir persönlich Sorgen macht, das sind nicht die Hochqualifizierten, denn die werden es überall auf der Welt schaffen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Mir geht es um die Leute, die durch den Krieg aus ihrem Leben rausgerissen wurden, die vorher Automechaniker waren, die Fahrer waren, die Schafhirten waren. Das sind die Menschen, für die wird es sehr schwer, hier wieder Fuß zu fassen. Und ich denke mal, wir haben eine Chance, die wir nutzen können. Wir werden, gerade im pflegerischen Bereich haben wir einen ganz großen Mangel an Mitarbeitern. Die Ausbildungsplätze sind nicht besetzt. Im Handwerk ist es ähnlich. Und da müssen wir jetzt als Wirtschaft in die Vorleistung gehen, die Menschen qualifizieren. Und dann haben wir die Chance, dass uns die dieses Loch schließen. Frau Beetz, Chefin des mittelständischen Betriebes Beetz Chrom in Gräfelfing, der Oberflächen verchromt, hat schon seit den Balkankriegen Flüchtlinge ausgebildet und eingestellt. Nicht aus Mitmenschlichkeit, sondern weil sie findet, dass die kulturell gemischte Belegschaft die Wettbewerbsfähigkeit und das Klima ihrer Firma verbessert. Warum ich oftmals Ausländer nehme oder Flüchtlinge oder Menschen mit vielleicht auch einem anderen schwierigen Hintergrund ist, weil derjenige jagen will. Und wir sind eine Jagdgemeinschaft. Also wir müssen bestehen in dem globalen Wettbewerb. Und da brauche ich Leute, die wirklich engagiert wollen, die engagiert sich zu Hause was aufbauen wollen, aber die sich auch in der Arbeit sehen, weil sie auch da sein wollen und nicht, weil sie da irgendwie geparkt sind, weil Mutti und Papi gesagt haben, deine Noten sind so furchtbar, jetzt mach doch was Praktisches, weil Betriebswirtschaft doch nicht geht. Ob der Aufenthaltsstatus geklärt ist, ist für uns nicht so groß von Bedeutung. Wenn wir die Überzeugung haben, dass es der richtige Mensch ist und dass er zu unserer Gruppe gut dazu passt, dann ist es nur eine Frage der Organisation. Sie können einfach einen Flüchtling nehmen und solange er in der Ausbildung ist, ist es auch so, dass man davon ausgehen kann, dass er Bleiberecht bekommt. Der Azubi Revert Obaid kam als Minderjähriger aus dem Irak und gibt inzwischen nach Feierabend Kollegen Kickbox-Unterricht. Doch auch die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen verschweigt Frau Beetz nicht. Wenn man überlegt, was es für Schwierigkeiten gibt mit den Flüchtlingen, dann muss man ganz sagen, dass eine ganze Menge von ihnen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes traumatische Erlebnisse hatte. Und da müssen sie erstens eine Bereitschaft haben, fragen und zuhören zu können. Und zweitens müssen sie ein Netz hinter sich haben. Die Vielfalt des Angebots, Beratung zu bekommen, ist riesig. Man muss nur schauen, dass man sie A weiß wo und B dann auch in Anspruch nimmt. Neun Elefanten, die balancieren, auf eine Spielnetz. Da liefen sie. Zur Integration gehören immer zwei Seiten. Neben den Geflüchteten muss auch die Aufnahmegesellschaft neue Sichtweisen erlernen. Das Projekt des Zentrums für Lehrerinnenbildung an der Universität Köln, Prompt Deutsch, versucht beides zu verbinden. Im Rahmen ihrer Ausbildung geben Lehramtsstudierende Deutschunterricht in Notunterkünften und werden dabei professionell begleitet. Mir ist erstmal wichtig, dass ich mit diesem Angebot Prompt Deutsch lernen alle Lehramtsstudierenden erreiche, unabhängig ihrer studierten Schulform und unabhängig ihrer studierten Fächer. Auf der einen Seite möchten wir mit Prompt Deutsch lernen natürlich Lehramtsstudierende auf die Diversität ihrer zukünftigen Schülerschaft vorbereiten, also gerade bezogen auf geflüchtete Kinder und Jugendliche. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch Kindern und Jugendlichen ein Bildungsangebot, insbesondere Sprachförderung, ermöglichen, gerade diejenigen, die hier in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen auch noch gar keinen Schulzugang haben. Wenn die Studierenden in mein Seminar kommen, sagen sie in erster Linie, wir möchten den Kindern helfen. Ich möchte etwas Gutes tun. Ich will gebraucht werden. Und allein diese Perspektive, helfen zu wollen, also unreflektiert helfen zu wollen, zeigt ja erstmal auch vielleicht auch einen einseitigen Charakter. Denn die Studierenden merken dann im Laufe des Prozesses, dass die Kinder zwar ganz, ganz viel lernen, also sie werden zum Teil alphabetisiert, sie lernen die deutsche Sprache, aber ihnen wird dann erst bewusst, dass sie mindestens genauso viel lernen, weil natürlich plötzlich bestehende Vorstellungen, die unbewusst da sind und gesellschaftlich natürlich oder auch medial transportiert werden, niemals hinterfragt werden. Und plötzlich setzen sie sich mit ganz anderen
Fragestellungen auseinander. Plötzlich merken Sie, wie wird über geflüchtete Menschen in den Medien gesprochen, wie wird in der Gesellschaft darüber gesprochen und auch in meinem Privatleben. Und Sie entwickeln eine ganz andere Sensibilität für den Umgang mit den Menschen, aber auch das Gespräch über die Menschen. Ich weiß nicht, wer diese Karte geschrieben hat. Möchten Sie dazu noch mal was sagen? Was meinen Sie mit anderen Blickwinkeln? Ich finde, man weiß jetzt, wovon man spricht. Also wenn man mit anderen Leuten diskutiert, dass man auch ganz klar sagen kann, ich arbeite da, ich habe die Menschen kennenlernen dürfen oder zumindest ein Teil, also einige Menschen. Und es ist nicht mehr so theoretisch, sondern man kann wirklich auch irgendwie aus der Praxis schöpfen. Also wir würden das mal ein bisschen negativ darstellen. Also wir werden halt geflüchteten Menschen dann kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht. Dann denkt man sich so, eigentlich ist es halt unangebracht, weil die Menschen, die wirklich in der Notunterkunft sitzen, sind meist halt dann Leute, die es wirklich schlecht getroffen hat. Und dann, genau, weiß man halt mehr, als die Medien jetzt versuchen irgendwie dann zu verbreiten. Was ruft das für Gefühle bei Ihnen hervor, wenn Sie das so mitkriegen? Ich mache das wütend. Weil, also das ist eigentlich Hetzerei. Also die Arbeit mit geflüchteten Menschen, gerade im Kontext der LehrerInnenbildung, sollte sicherlich überall, also flächendeckend einbezogen werden. Wir haben hier ein professionelles Angebot und das ist nicht gleichzusetzen mit einem ehrenamtlichen Angebot, was sicherlich an vielen Stellen auch gut sein kann. Aber wenn wir hier über Bildung sprechen, Bildung, die wir ja sicherlich auch als Staat und als Gesellschaft vorantreiben möchten, so muss das im professionellen Kontext passieren, mit professionellem Personal. Und das versuchen wir in diesem Projekt oder im Rahmen dieses Projektes auszubilden. Was denken Flüchtlinge selbst über Integration? Welche Weichen müssen Kommunen aus ihrer Sicht stellen? Die Potsdamer Selbsthilfeinitiative Refugee Emancipation Project fordert mehr Mitbestimmung von Geflüchteten. Die Mentalität der Bevormundung ist sehr verbreitet in der deutschen Gesellschaft. Die meisten wollen immer noch den Flüchtlingen sagen, wie man deren Probleme lösen kann. Ich denke, es fehlt Folgendes. Es kommen so viele Talente in unser Land. Wenn die Gesellschaft ihnen erlauben würde, ihre unterschiedlichen Talente auf verschiedenen Ebenen anzuwenden, würde das Zufriedenheit schaffen. Die Flüchtlinge würden verstehen, dass ihre Meinung akzeptiert werden. Und ich glaube, sie können die Gesellschaft auf eine neue Stufe heben. Wenn wir davon ausgehen, dass Integration dann funktioniert, wenn Beteiligung, Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht wird, dann ist klar, dass Vereine, Initiativen, Verwaltungen, Politik in den Kommunen sich öffnen muss, um zu zeigen, was sie tun, was sie überlegen, was sie angehen, um Bürgerinnen und Bürgerinnen zu motivieren und teilhaben zu lassen. Und das heißt auch für die Neuankömmlinge. Und das heißt, dass Politik transparent sein muss. Wir müssen den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht betrogen werden, ja? Also dass das aufrichtig mit ihnen geredet wird und dass, wenn Probleme da sind, die als solche benannt werden und nicht an der Stelle nichts gesagt wird aus Angst, Herrn Höcke zu nützen. Das Gegenteil ist richtig. Das Beschweigen von Problemen nützt Höcke.